Immobilieninvestoren, aufgepasst! Im Jahressteuergesetz 2022, das jetzt vom Bundestag beschlossen wurde, gibt es ein paar Änderungen, die ab 01.01.2023 in Kraft treten, wo man steuerlich wieder einiges gestalten kann und die man auf jeden Fall kennen sollte. Welche das genau sind, wollen wir uns heute mal in diesem Video anschauen. Schaut euch das Video aber auf jeden Fall bis zum Ende an, denn da erkläre ich euch, warum das Immobilieninvestment steuerlich so attraktiv ist. Hallo, mein Name ist David Kaspar und ich bin Steuerberater und geschäftsführender Partner der Köber & Partner Steuerberatungsgesellschaft und wir haben uns auf die steuerliche Gestaltungsberatung spezialisiert, denn wir steuern gemeinsam mit dir deine Steuern. Insbesondere auch auf die Besteuerung von Stiftungen, Kapitalgesellschaften, aber auch auf Immobilieninvestoren, Kapitalanleger allgemein, wenn man eben seine Steuerlast deutlich reduzieren will. Und wenn du in Immobilien investierst, dann kannst du hier steuerlich so viele Möglichkeiten anwenden, um deine Steuerlast erheblich auch zu reduzieren. Ein paar Änderungen, die jetzt ab 01.01.2023 greifen, die du auf jeden Fall auch kennen solltest, wollen wir uns heute mal ein bisschen anschauen. Eine Änderung, die ab 01.01.2023 greift, ist bei der linearen Gebäude-AFA. Und zwar konnte ich bisher, wenn ich ein Wohngebäude sozusagen im Privatvermögen oder über meine Familienstiftung, die ja auch Privatvermögen hat, vermietet habe, 2% Abschreibung vom Gebäudewert in meiner Einkommensteuererklärung als Werbungskosten absetzen. Aber auch wenn ich das Gebäude im Betriebsvermögen habe, also zum Beispiel in meiner GmbH oder in meiner Personengesellschaft, die gewerblich tätig ist, wo ich das Gebäude im Betriebsvermögen habe und das Gebäude wird zu Wohnzwecken vermietet, dann konnte ich bisher auch nur 2% abschreiben. Das ändert sich jetzt, also in Zukunft kann man ab dem 01.01.2023 statt 2 sogar 3% abschreiben, aber, und jetzt kommt das große Aber, nur wenn das Gebäude fertiggestellt wurde ab dem 01.01.2023. Also es gilt sozusagen nur für neue Objekte und nicht für alte Bestandsobjekte. Da wollte der Gesetzgeber, weil er diese Änderungen, diese ja, positive Änderung für neue Gebäude von 2% auf 3%, wollte er dafür einen Satz streichen bei der Gebäude-AFA, und zwar, dass man die kürzere Nutzungsdauer immer nachweisen kann. Weil grundsätzlich kann ich im Privatvermögen, wenn es jetzt nicht fertiggestellt wurde ab 01.01.2023, 2% oder vielleicht mal 2,5% bei sehr alten Gebäuden, die vor 1926 gebaut wurden oder errichtet wurden, als Werbungskosten abschreiben. Also ja, nicht viel. Der Gebäudewert, also auf 50 Jahre, sage ich mal, da ist natürlich, hat man hier nicht die Riesenabschreibung. Aber ich konnte immer die kürzere Nutzungsdauer nachweisen, zum Beispiel durch ein Gutachten. Und das sollte gestrichen werden, wird aber jetzt doch nicht gestrichen. Also es bleibt uns erhalten, wir können die kürzere Nutzungsdauer immer nachweisen. Und das habe ich persönlich bei einem Objekt bei mir auch mal gemacht. Und zwar habe ich ein Gutachten anfertigen lassen und habe da die kürzere Nutzungsdauer von 33 Jahren nachgewiesen und kann eben jetzt auf 33 Jahre statt auf 50 Jahre abschreiben. Und das ist eben besonders attraktiv, weil ich das Gebäude so lange auf keinen Fall halten werde, sondern ich werde nach 10 Jahren gehört für mich die Immobilie auf dem steuerlichen Prüfstand und da werde ich mit der irgendwas machen, sie nämlich veräußern. An wen? Das schauen wir uns am Ende vom Video mal an, was da für Möglichkeiten bestehen und wie ich hier steuerlich wieder gestalten kann. Denn durch so eine kürzere Nutzungsdauer spart ihr natürlich auf jeden Fall deutlich Steuern, denn die Abschreibung, die mindert dann eure steuerliche Bemessungsgrundlage und dadurch müsst ihr weniger Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung versteuern, vielleicht generiere dadurch sogar einen Verlust, so wie es bei meinem Objekt ist, und ich kriege sogar Steuern vom Finanzamt zurück, die ich auf meine Arbeitseinkünfte gezahlt habe. Aber diese kürzere Nutzungsdauer, die muss man nachweisen durch ein Sachverständigergutachten und ich habe das über einen Anbieter machen lassen. Den Link zu dem Anbieter packe ich euch gerne unten in die Videobeschreibung, einfach www.nutzungsdauer.com. Dort könnt ihr anfragen und euch so ein Sachverständigergutachten, das dann auch vom Finanzamt standhält, anfertigen lassen. Und welche Änderungen greifen noch ab 01.01.2023? Und zwar wird die Sonderabschreibung nach 7b des Einkommensteuergesetzes lebt wieder auf, sage ich mal. Denn die Sonderabschreibung, die gab es schon mal, wenn man ein Gebäude oder beziehungsweise einen Bauantrag für ein Mietwohngrundstück gestellt hatte zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 31.12.2021. Wenn da der Bauantrag gestellt wurde, durfte ich für dieses Gebäude in den ersten 4 Jahren 5% Sonderabschreibung geltend machen, das heißt 20% in den ersten 4 Jahren. Aber auch nur unter ein paar Voraussetzungen, und zwar durften die Baukosten je Quadratmeter nicht mehr als 3.000 Euro betragen und dann durfte ich auch nur aus der Bemessungsgrundlage
von 2000 je Quadratmeter abschreiben. Und das lebt eben jetzt wieder neu auf, und zwar für neue Mietwohngrundstücke, wenn der Bauantrag zwischen dem 1. Januar 2023 bis spätestens 31.12.2026 gestellt wurde und auch die Voraussetzungen, also diese Kosten je Quadratmeter, werden etwas, sage ich mal, angehoben, und zwar von bisher ja 3.000 je Quadratmeter auf 4.800, und man darf dann nicht mehr aus der Bemessungsgrundlage von nur 2.000 abschreiben, sondern je Quadratmeter, sondern dann auch von 2.500, also auch hier gab es eine leichte Erhöhung. Ja, und das kann besonders attraktiv sein, wenn man in diese Regelung fällt und in diesem Zeitraum einen Bauantrag stellt, weil dann habe ich in den ersten Jahren ja eine massive Sonderabschreibung, die ich normalerweise bei Gebäuden nicht habe. Oder ich wende diese kürzere Nutzungsdauer an, wenn ich eben schon ein etwas älteres Objekt mir vielleicht als Eigentumswohnung, als Kapitalanlage gekauft habe. Und warum ist es so besonders, die Gebäude nicht auf die 50 Jahre, wie es im Gesetz steht, in der Regel abzuschreiben, sondern über den kürzeren Zeitraum? Weil nach 10 Jahren gehört so eine Immobilie auf den steuerlichen Prüfstand. Und zwar in den ersten 10 Jahren schreibe ich die Immobilie ab. Das heißt, der steuerliche Wert wird immer weniger, aber in der Regel wird in der Praxis der tatsächliche Wert immer höher wegen der Wertsteigerung. Und das macht es so besonders attraktiv, dass ich diese Differenz zwischen dem steuerlichen Wert, der immer weniger wird, und meinem echten Wert, den ich irgendwann erziele, wenn ich die Immobilie verkaufe, nach 10 Jahren im Privatvermögen oder wenn ich das Ganze über eine Familienstiftung kaufe, die ja auch Privatvermögen hat, nicht versteuern muss. Deswegen gehören alle Immobilien, die ich in meinem Privatvermögen habe, oder die ich über meine Familienstiftung halte, nach 10 Jahren auf den Steuerprüfstand. Und zwar muss ich damit irgendwas machen, und zwar veräußere ich die Immobilie. Aber ich veräußere die Immobilie nicht unbedingt an eine fremde Person, weil vielleicht ist es ja ein gutes Objekt, die mir eine gute Mietrendite bringt. Dann veräußere ich sie in meiner eigenen Struktur, vielleicht an meine Stiftung, vielleicht an eine GmbH. Je nachdem, das muss ich dann immer individuell prüfen. Und warum veräußere ich die? Weil ich hier zwei massive Vorteile habe. Einmal generiere ich eben den steuerfreien Gewinn, den realisiere ich damit, schaffe damit auch Kapital. Ja, und sogar noch einen dritten Vorteil, ich habe eine neue Abschreibungsbemessungsgrundlage auf der anderen Seite, weil je nachdem, wer das dann kauft, meine Stiftung, meine GmbH oder eine GbR, bestehend aus meiner Stiftung, meiner GmbH, wieder neu abschreiben kann, weil sie ja den erhöhten Kaufpreis dann zahlt und kann deswegen schon mehr abschreiben. Deswegen gehören Immobilien nach 10 Jahren auf jeden Fall auf den steuerlichen Prüfstand. Und wenn ich die dann umschichte in der eigenen Struktur, dann habe ich hier aber immer noch das Thema Grunderwerbsteuer zu beachten. Aber auch die kann ich zu 100% vermeiden, wenn ich die Immobilie schon im ersten Jahr optimal mit der richtigen Struktur kaufe. Und wie das funktioniert und wie ihr die Immobilien im besten Fall auch kaufen solltet, dazu beraten wir euch natürlich gern ausführlich. Schickt uns eine Anfrage unter anfrage@koeber-partner.com oder über unsere Homepage www.koeber-partner.com oder gern auch telefonisch. Die Kontaktdaten sind jetzt hier unten eingeblendet. Und dann berate ich euch persönlich, wie ihr euer Immobilieninvestment steuerlich optimal aufstellt. Auch, dass ihr das in 10 Jahren ohne Steuern und auch ohne Grunderwerbsteuer optimal in der eigenen Struktur veräußern könnt. Natürlich helfen wir euch oder unterstützen wir euch auch bei der Umsetzung und begleiten euch laufend vor dem Finanzamt. Schickt uns eine Anfrage, denn in Zukunft steuern wir natürlich auch deine Steuern.